herzlich willkommen. Namaste. Schön, dass du da bist. Ich habe heute für dich eine Yin-Yoga-Sequenz für den Frühling vorbereitet, die dich entschlackt und reinigt, dein Immunsystem stärkt und dich auf allen Ebenen ein bisschen mehr verdauen lässt. Also komm mit mir auf die Matte. Ich freue mich auf eine schöne, ruhige Sequenz mit dir. Wir beginnen mit einer schönen Rückbeuge, mit einem schönen Herzöffner. Such dir dazu einen Polster, eine Rolle, was immer du bei dir zu Hause hast. Leg die Rolle hinter dir ab, gern der Länge nach, der Länge deiner Wirbelsäule lang. Wenn du möchtest, kannst du noch ein Kissen unten drunter legen, die Rolle oben drüber oder nur die Rolle. Schau, welche Utensilien du bei dir zu Hause hast. Hab auf alle Fälle auch eine Decke griffbereit. Vielleicht brauchst du sie für deinen Nacken, für deinen Kopf. Und gib dich dann langsamer in deine Position. Schau, dass du genug Platz hast, deine Beine auszustrecken. Finde deine Lieblingsposition. Es kann sein, dass du ein paar Zentimeter höher rutscht. Es kann sein, dass du ein bisschen tiefer bist. Und du beginnst langsam, einfach beide Beine entweder auszustrecken und dich abzulegen oder beide Arme einfach locker neben dir liegen zu lassen. Du kannst die Beine auch aufstellen, du kannst die Knie aneinander legen, du kannst die Beine kreuzen, was immer sich gut anfühlt. Und wenn du dann eine gute Position gefunden hast, beginnst du langsam deine Augen zu schließen. Mal ein paar letzte kleine Veränderungen. Und beginne dann langsam die Augen zu schließen und eine Spur tiefer ein- und auszuatmen. Lass deinen ganzen Körper sinken. Gib dein ganzes Körpergewicht an die Rolle. Spür, wie beide Schultern nach unten sinken, wie dein Kopf und Nacken sich wohlfühlt. Dreh gern die Handflächen nach oben, das öffnet dein Schultergelenk noch ein wenig mehr. Und beginn erst einmal deinen Atem zu verlangsamen, zu beruhigen, lass ihn gleichmäßiger werden. Spür, wie jeder Einatmen deinen Brustkorb mehr und mehr öffnet. Und wie jeder Ausatmen deine Schultern sinken lässt. Jeder Einatmen öffnet und weitet den Brustkorb. Jeder Ausatmen lässt dich mehr und mehr entspannen. Spür, wie deine Körpervorderseite sich sanft weitet, öffnet. Dein ganzer Nacken, dein Kiefer sich entspannt, dein ganzes Gesicht etwas weicher wird. Lass dich ein paar Momente zur Ruhe kommen. Gib dem Körper erst das Zeit, sich zu entspannen, ruhiger zu werden, genauso wie deinem Geist. Einfach diese Momente Zeit hineinzuspüren. Wie geht's dir heute Abend oder heute Morgen, wann immer du praktizierst? Ohne zu bewerten, ohne zu beurteilen. Einfach mal zu schauen, was ist gerade da, was ist in mir? Was kann ich körperlich wahrnehmen? Welche Gedanken sind gerade da? Welche
Welche Emotionen? Alles darf da sein. Sei ein ganz liebevoller, neutraler Beobachter von dir selbst. Atem strömt ein, Atem strömt aus. Verweile noch ein paar Momente. Lass den Körper schwerer werden, lass die Schultern sinken. Spüre, wie dein Herzraum, deine Körpervorderseite sich weitet und öffnet. Noch einen tieferen Atemzug. Lass dich etwas tiefer ein und wieder ausatmen. Sehr langsam richtest du dich wieder auf. Stell zuerst deine Beine auf, dann langsam den Oberkörper heben. Finde eine dir angenehme Sitzposition. Angenehme Sitzposition. Lass nochmal die Schultern sinken. Leg die Hände bequem irgendwo ab. Hier einen Moment noch bleiben. Spür dieser ersten Position einen klitzekleinen Moment nach. Spür wieder Atem ein- und ausströmen. Und öffne langsam wieder die Augen. Wechsle in einen Vierfußstand. Für das Nadelöhr im Vierfußstand. Leg alle deine Kissen, Polster, was auch immer zur Seite und begib dich in den Vierfußstand. Wenn du ein Thema mit deinen Knien hast, kannst du gerne eine Decke unter deine Knie legen. Hab auf alle Fälle auch ein Kissen griffbereit. Und aus dem Vierfußstand heraus beginnst du einmal den rechten Arm unter dem linken durchzuführen. Die rechte Schulter, das rechte Ohr, die Wange zum Boden abzulegen. Wenn der Weg oder wenn es zu tief unten ist, legst du dir gerne eine Decke unter den Kopf. Und du lässt den linken Arm ganz entspannt nach vorne ausgestreckt. Linker Arm ganz entspannt nach vorne ausgestreckt. Dein Gesäß, dein Becken streckt sich nach hinten. Und du spürst die Dehnung hier in deinem Schulter-Nackenbereich. Die sanfte Drehung in deiner Wirbelsäule. Versuch dich ein paar Augenblicke hier zu entspannen. Spür, du kannst die Dehnung wahrnehmen. Hier ganz aufmerksam, bei deinem Körper, auf deiner Matte, ganz bei dir. Nimm auch hier alle Empfindungen wahr. Was kannst du auf körperlicher Ebene spüren? Wo ist Drehung, wo ist Dehnung? Kannst du spüren, dass sich etwas öffnet, weitet? Kannst du den Atem ganz entspannt weiter fließen? Geräusche durch den Körper. Komm wieder zurück zu dir.
deinem Körper, auf deine Mann. Nimm hier einen tieferen Atemzug. Und beginne das sanft aufzulösen. Zieh den rechten Arm heraus. Komm wieder zurück in den Vierfußstand. Und gerade für eine Minute schieb zurück in die Position des Kindes. Leg dein Gesäß nach hinten. Du kannst die Knie eine Spur breiter nehmen oder enger lassen. Du kannst die Arme nach vorne gestreckt lassen, die Stirn zum Boden legen. Du kannst die Stirn auf deine Hände ablegen. Oder du kannst beide Arme nach hinten strecken. Finde eine Position, die sich für dich gut anfühlt. Lass beide Schultern sinken. Egal in welcher Position du dich befindest. Spür, dass der Rücken ganz rund ist. Die Schultern sich auch hier entspannen dürfen. Wahrscheinlich spürst du auch hier eine sanfte Dehnung in deinem Becken. Vielleicht an deinen Fußrücken. Wirst du spüren, dass der Atem vor allem an der Körperrückseite ist. So, als würdest du den Rücken beatmen. Deine Körperrückseite eine Spur weiter werden. Unteren Rücken, die Rippen, den Bereich zwischen deinen Schulterblättern. Richte dich auch hier langsam wieder auf und wechsle in die andere Seite. Aus dem Vierfußstand heraus. Langsam den rechten Arm Spur weiter nach vorne zu strecken. Fädelst den linken Arm unter dem rechten durch. Legst entweder das linke Ohr, die Schulter zum Boden oder auf ein Kissen oder auf eine Decke drauf. Rechter Arm bleibt locker nach vorne ausgestreckt. Lass dich auch hier ein paar Augenblicke verweilen. Du kannst jederzeit eine klitzekleine Änderung machen. Jederzeit eine klitzekleine Änderung. Geht hier auf dieser zweiten Seite, wie frei fließt der Atem? Wo kannst du hier die Dehnung spüren? Verweile, bleibe, atme. Im Yin-Yoga geht es wirklich um dieses Gefühl, des Entschleunigens, Tempo rausnehmen, ruhiger werden, vom Aktiven mehr ins Passive gehen, in diese Qualität des Spürens, des Bleibens, des Beobachtens. Hier einen letzten Atemzug. Und löse wieder auf. Komm in eine angenehme Sitzposition hoch. Bleib einen Augenblick gerne sitzen. Roll beide Schultern zurück. Und wir wechseln in die Bauchlage. Du kannst dir gerne auch hier eine Decke auf den Boden legen, dort wo deine Hüftknochen ist, wo dein Becken ablegt, um es dir ein bisschen angenehmer zu machen. Bring dann beide Arme nach vorne, leg dich einfach auf den Bauch. Nimm die Beine so breit, wie sich dein unterer Rücken wohlfühlt. Du kannst hier ganz entspannt die Unterarme ablegen, die Ellbogen entweder unter die Schultern bringen, so ungefähr unter die Schultern bringen. Roll beide Schultern nochmal. Finde auch hier eine angenehme Position. Lass den Brustkorb sanft nach vorne strahlen. Gleichzeitig so ein kleines bisschen durchhängen. Die Schultern aber eher nach hinten gerollt. Du kannst hier bleiben. Du kannst den Kopf hängen lassen. Du kannst den Kopf heben.
kannst jederzeit auch deine Hände aneinander legen und die Stirn ablegen. Du kannst deine Arme weiter nach vorne schieben oder näher. Schau, was sich hier gut anfühlt. Wenn du einen sehr beweglichen unteren Rücken hast, kannst du jederzeit auch die Arme durchstrecken und hier bleiben. Schön zurückgerollten Schultern. Aber auch wenn du in dieser aktiven Position bist, nimm so viel wie möglich Muskelspannung aus. Lass dich für den Beginn in einer dir angenehmen Variante starten. Finde eine dir angenehme Variante, die deinem Körper gut tut. Beginn nicht gleich in der allertiefsten Variante. Lass das Becken ein bisschen schaukeln, lass das Becken lockerer werden. Nach hier, lass dich gerne mal über den Mund ausatmen. Lass dich in diese Sphinx hineinsinken. Kiefer ganz entspannen. Wenn es dir leichter fällt, kannst du im Yin-Yoga auch jederzeit die Augen schließen, um deine Sinne nach innen zu richten. Du kannst sie aber natürlich auch gern geöffnet lassen. Jederzeit eine kleine Änderung, wie immer du dich gut und wohl fühlst. Natürlich sind wir hier in einer in einer Öffnung des Brustkorbs, in einer Dehnung des unteren Rückens. Das heißt, natürlich spürst du hier die Intensität in der Lendenwirbelsäule. Gleichzeitig darf sich auch deine Körpervorderseite öffnen. Dein ganzer Brustkorb, dein Herzraum. Versuch dorthin zu atmen, wo du noch Spannung spürst, wo du das Gefühl hast, dass es noch eng ist. Vielleicht magst du den Atem in den unteren Rücken schicken oder nach vorne an den Brustkorb. Stelle vor, wie es mit jedem Atemzug dort weiter wird, weicher, entspannter. Lass deinen Kiefer schön entspannen und locker. Atem. Jederzeit zwischen den Positionen wechseln, höher, tiefer gehen oder in einer Position bleiben. Becken ist ganz locker, beide Pobacken entspannt, unterer Rücken entspannt, Brustkorb strahlt sanft nach vorne, dein Herz strahlt. Die letzten zwei, drei Atemzüge hier. Und löse sanft auf. Bring beide Unterarme auf die Matte, leg die Hände übereinander, leg eine Wange oder Stirn auf die Hände. Bleib einen kleinen Augenblick. Wenn es dir angenehm ist, kannst du auch das Becken, den Po wieder leicht hin und her schaukeln, um so für etwas Entlastung im unteren Rücken zu sorgen. Und richte dich dann sanft wieder auf, hoch in einen Vierfüßler. Hoch in einen Vierfüßler. Für die nächste etwas intensivere Position, den Drachen. Bereite dich vor und greif dir entweder Kissen, Blöcke, alles, was du so zu Hause bei dir herumliegen hast. Es kann sein, dass du ein kleines bisschen mehr brauchst. Es kann sein, dass du weniger brauchst. Hab alles zumindest griffbarer. Du kannst dir so einen kleinen Turm bauen, egal was auch immer. Ansonsten greif auch gerne ein dickes Buch. Und lass dich immer mit dem rechten Fuß nach vorn zwischen deine Hände kommen. Mit dem rechten Fuß nach vorn zwischen deine Hände. Bring dann beide Hände auf die Innenseite vom rechten Fuß. Und lass den rechten Fuß nach vorne wandern, 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 wandern.
Becken jetzt schon eine Spur tiefer sinken lassen und achte darauf, wenn wir gleich tiefer gehen, dass dein Knie hinter dem Knöchel bleibt. Dass du nicht, wenn wir gleich mit dem Becken relativ tief nach unten gehen, dass du nicht zu weit mit dem Knie nach vorne über den Knöchel schiebst, sondern dass wirklich dein Fuß weiter nach vorne ist. Und weiter vorne ist, damit wir schön hier in diese Dehnung des Hüftbeugers, des sogenannten Psoas, kommen. Eine sehr wohltuende Dehnung für deinen ganzen unteren Rücken, für die ganzen, der ganze Becken- und Hüftmuskulatur. Auch wenn es eine sehr intensive Übung ist, eine der intensivsten Positionen, die wir im Yoga haben. Dann lass langsam dein Becken eine Spur tiefer sinken, richte dich hier ein, du kannst jederzeit dein Knie polstern. Du kannst langsam beginnen, deine Handflächen, deine Fäuste oder deine Unterarme abzuschütteln. Becken sinkt und ausnahmsweise darf dein rechtes Knie so eine kleine Spur nach rechts hinüber sinken. Beziehungsweise darfst du so ein kleines bisschen auf die rechte Fußaußenkante rollen, sofern es dein Knie erlaubt. Becken sanft sinken lassen, Oberkörper, Kopf, Schultern entspannen. Zeit läuft. Wir bleiben unsere vollen 3 Minuten hier. Du kannst auch hier, wenn du merkst, du bist zu tief, kannst du dich jederzeit eine Spur aufrichten auf die Fäuste, Handflächen, Unterarme. Wenn du merkst, im Laufe der Zeit, dein Körper gibt ein wenig nach, kannst du jederzeit eine Spur tiefer gehen. Und da beginne ich gleich an der allertiefsten Stelle. Dann gib dir ein bisschen Zeit, gib dem Körper ein bisschen Zeit. Und wenn du eine Position gefunden hast, lass dich gerne auch einmal über deinen Mund ausatmen. Wirklich 1, 2, 3 Mal bewusst. Lass den Atem ruhig und gleichmäßig fließen. Erlaube dir die Position jederzeit einen kleinen Weg zu ändern. Vielleicht magst du höher gehen, vielleicht magst du eine Spur tiefer gehen. Lass dich in die Intensität hinein entspannen, wie wir so schön in der Yin-Yoga-Praxis sagen. Versuch trotz der Intensität, all deine Muskeln zu entspannen, dich im Loslassen zu üben. Die letzten Augenblicke, die letzten Atemzüge. Direkt auf dieser Seite in die Taube. Bring das rechte Bein, das rechte Knie nach vorn. Lass das linke Bein nach hinten ausgleiten. Achte darauf, nicht auf einer Seite, auf der rechten Seite zum Boden zu sinken, sondern dass dein Becken möglichst gleichmäßig aufrecht bleibt. Nimm dir jederzeit ein Polster, einen Roller, ein Kissen unter deine rechte Hüfte, um deine Hüfte ein klein wenig zu unterstützen. Entscheiden, bleibt die Ferse eher unter dem Becken, Schambein oder bringst du den Fuß ein klein wenig mehr nach vorne, aber nicht allzu weit nach vorne, sodass du zur Seite sinkst, sondern finde wirklich eine angenehme Position, dass dein Becken gleichmäßig sinken kann. Komm auf deine Unterarme, richte dich sanft ein. Mach gern noch diese kleine Änderung in deinem Becken. Eine gute Position gefunden hast, lass dich auch hier gern einmal über den Mund ausatmen und eine Spur tiefer hineinsinken. Du kannst hier bleiben oder jederzeit deine Stirn auf deine Hände, auf deine Arme oder auf den Boden legen oder auf ein Kissen. Deine Schultern, deinen ganzen Oberkörper mehr zu entspannen.
Augenblicke Zeit. Auch in dieser Position. Dich in deinen Körper hineinzuspüren, hineinzufühlen. Gern die ersten paar Mal eine Spur tiefer durchatmen. Jegliche Spannung lösen. Und versuchen, die Dehnung zu genießen. Sollte es zu intensiv werden an irgendeinem Punkt, löst du jederzeit auf oder kommst eine Spur höher. Oder lässt dich gerne von einem Kissen oder einer Decke unterstützen. Fokussiere dich wieder auf den Atem, auf dich, auf deinen Körper. Auf alle Empfindungen. Alles willkommen heißen, was immer dir gerade begegnet, in deinem Körper, in deinem Geist, und auch auf emotionaler Ebene. Beobachte, ganz frei von Bewertung und Beurteilung. Das Beobachten von sich selbst, des Körpers, der Gedanken, Gefühle, so als würdest du von außen oder oben auf dich drauf blicken, in einer sehr liebevollen, wertschätzenden Art und Weise. Die letzten Atemzüge. Sanft lösen. Heb dich zuerst im Oberkörper hoch, dann das Bein, das Becken zurück. Mach erste kleine Bewegungen. Vielleicht magst du dein Becken ein bisschen kreisen. Katzenbuckel, Pferderücken. Mach alles, was sich für dich gut anfühlt. Ich finde es wunderbar, nach diesen doch sehr intensiven Positionen einen Augenblick in den Hinabschein umzugehen. Vielleicht auch deine Beine zu bewegen, dich ein bisschen durchzustrecken, den Rücken in die Länge ziehen, durchzuatmen. Beweg dich so, wie es sich angenehm anfühlt. Komm wieder langsam zurück in den Vierfußstand und die Seite wechseln. Führe den Drachen auf der zweiten Seite, bau dir wieder deinen Turm, welche Hilfsmittel du auch immer benutzen magst. Bring den linken Fuß nach vorn zwischen deine Hände, beide Hände auf die Innenseite vom Fuß. Lass den linken Fuß ein wenig nach vorne rutschen oder das rechte Knie nach hinten. Und jetzt schon das Becken sanft tiefer sinken lassen. Das rechte Knie hinter dem Knöchel oder maximal genau darüber. Beginne auch hier wieder sanft nach unten zu sinken, entweder auf die Handflächen oder Fäuste dich abstützen. Du kannst höher bleiben, du kannst tiefer gehen. Du kannst jederzeit auf die Unterarme kommen. Finde eine gute Position für den Anfang. Becken sinkt schön nach vorne. Oberkörper darf sich wieder ein kleines wenig mehr entspannen. Speziell die Schultern, der Nacken, der Kiefer. Nimm dir ein paar Augenblicke Zeit, dich in diese zweite Seite hineinzuspüren, hineinzufühlen. Vielleicht bist du jetzt in der guten oder auch in der besseren Seite. Nimm es so an, wie immer du es hier wahrnimmst.
darfst ganz sanft dein linkes Knie nach außen sinken lassen, beziehungsweise auf die linke Fußaußenkante rollen. Wieder hier höher bleiben, tiefer gehen. Mach, was immer sich für dich gut anfühlt. Wieder ein bisschen lockern, Atem fliehen. Bleib wieder ganz frei und durchlässig. Sehr liebevollen und wertschätzenden Art und Weise, deinem Körper gegenüber, deinen Grenzen und Einschränkungen gegenüber, aber auch in deinen Gedanken und gegenüber deinen Gefühlen. Du so für die letzten Augenblicke ein kleines bisschen tiefer sinken, hineinsinken, verschmelzen, vielleicht ein kleines bisschen mehr loslassen. Die letzten Momente hier. Lösen. Direkt in die nächste Position wechseln. Die Taube zur linken Seite. Linkes Knie nach vor, eher zur linken Hand. Innen oder außen. Lass das rechte Bein nach hinten ausgleiten. Finde auch hier eine gute Variante für dich. Eine Ferse eher unter dem Becken oder ein klein wenig mehr nach vorne. Unterstütze dich jederzeit. Noch ein Kissen oder einen Block unter deiner linken Beckenseite. Du brauchst Unterstützung. Beginne auch hier sanft auf deine Unterarme zu sinken. Noch vielleicht ein kleines bisschen mal einrichten hier. Bring beide Beckenseiten, beide Hüften auf eine Ebene. Lass dich nicht in die linke Seite sinken. Bleib eher mittig. Und sanft Becken gleichmäßig sinken lassen. Schultern, Oberkörper in. Zeit. Kann auch die Stirn ablegen, auf einem Kissen, auf deinen Armen, auf dem Boden, was immer sich für dich hier gut anfühlt. Verweile hier. Und in den ersten Momenten ist meistens die körperliche Wahrnehmung sehr präsent. Und im Laufe dieser 3 Minuten, die wir diese Position halten, kommen wahrscheinlich auch andere Dinge zum Vorschein, Gefühle, Gedanken. Übe dich wieder darin, ganz in diese Qualität des Yin einzutauchen, in das sanfte, weiche, das Aktive, das Wollen, das Pushen, sondern genau das Gegenteil. In eine Position hineingehen und spüren, beobachten, durchatmen, bleiben, verweilen.
beobachten, wie reagierst du, wenn du in einer Position länger drinnen bist? Wie reagierst du in Positionen, die sehr herausfordernd sind? Und wie in Positionen, die sehr angenehm für dich sind? Schieb dich nach hinten, in den Vierfußstand. Mach wieder alle Bewegungen, die sich gut anfühlen. Katzenbuckel, Pferderücken, Beckenkreise, vielleicht einfach mal nur das Bein nach hinten ausstrecken. Vielleicht magst du auch wieder in einen abscheinenden Hund dich strecken. Hier ein paar kleine Bewegungen entstehen lassen. Ein bisschen auf und ab bewegen. Und langsam wieder zurück auf die Erde wechseln. Setz dich auf die Matte. Komm in eine angenehme Sitzposition. Für unsere Vorbeuge bring beide Fußsohlen aneinander. Mit den Fußsohlen aneinander für die Vorbeuge im Schmetterling. Du kannst die Füße ein kleines bisschen mehr nach vorne oder näher bringen. Du kannst dich gern ein Kissen oder eine Rolle unter deine Knie legen. Oder du kannst auch das Kissen vor dir ablegen und einen Turm dir bauen. Du kannst dich sinken lassen, du kannst die Unterarme abstützen, du kannst deine Stirn ablegen, was immer du möchtest. Deinen Körper ganz angenehm nach vorne sinken. Du kannst auch die Rolle unter beide Knie, beide Beine legen. Finde deine entspannte Variante. Lass den Körper nach vorne sinken. Die Arme, wo immer du hin möchtest. Oberkörper sanft sinken lassen. Schultern entspannen. Hier eine sehr angenehme Dehnung zu finden. Lass den Rücken schön rund werden. Lass dich auch hier einmal bewusster über den Mund ausatmen. Mit jedem bewussten Ausatmen lässt du hier Spannung los. Körperliche Spannungen, mentale, emotionale Spannungen. Das ist auch eine wunderbare Position ohne Hilfsmittel, ohne Polster, Rollen.
hier angenehm abbringen kannst und nach vorne beugen kannst. Im Yin-Yoga geht die Funktion über die Form. Das heißt, achte auf einen schönen, runden Rücken. Spür die Dehnung in deiner Hüfte. Die Position muss keine bestimmte Form erfüllen. Sie muss nicht schön aussehen. Jeder Körper, jeder Mensch ist anders. Sanft, eine Spur tiefer sinken, weicher werden, kein Ziehen, kein Pushen, sondern einfach nur sinken, weich werden, bleiben. Kiefer wieder locker, Gesicht ganz weit. Spüren, wie so nach und nach der Körper nachgibt, weicher wird. Wie durch dieses Annehmen des Körpers, als auch deiner Gedanken und deiner Gefühle, einfach durch diese Akzeptanz etwas mehr Leichtigkeit entsteht, etwas mehr Raum. Dieses Gefühl von alles ist gut, so wie es jetzt ist. Alles darf sein. Die letzten etwas tieferen, ruhigeren Atemzüge in dieser Position. Mit den Händen außen die Knie, die Beine, klappt die Beine zusammen. Mach kleine Bewegungen. Komm langsam in die Rückenlage für eine schöne Drehung in beide Seiten. Beginne dich auf den Rücken zu rollen. Vielleicht möchtest du beide Knie anziehen, dich ein bisschen schaukeln, kreisen. Was sich jetzt gerade gut anfühlt für dich und deinen Körper. Und diese Zwischenpositionen sind für die Yoga-Praxis genauso wichtig. Das heißt Nachspüren, was brauche ich jetzt? Hier wahrnehmen, wie sich der Körper jetzt anfühlt. Stell wieder beide Füße zum Boden ab und lass beide Beine aufgestellt. Drehung mit gekreuzten Beinen, schlag das rechte über das linke Bein, rechte über das linke Bein. Heb das Becken ein kleines bisschen nach rechts hinüber und beginn beide Beine überschlagen, nach links hinüber sinken zu lassen. Die Arme wie immer du möchtest, du kannst sie ausbreiten, du kannst sie am Körper lassen, du kannst sie neben dir ablegen. Und wenn du merkst, diese Variante ist zu intensiv, greif dir ein Kissen, eine Decke, einen Polster und leg sie unter deine Beine. Es ist völlig egal, ob dein Bein vor oder neben der Rolle liegt.
Richte dich gut ein, leg deine Arme ganz entspannt ab. Lass die rechte Schulter ein kleines bisschen mehr Richtung Erde sinken. Kopf dreht sich dorthin, wo du dich wohlfühlst. Jederzeit auch hier eine kleine Änderung machen und gern die Augen schließen. Konzentriere dich zuerst für einen Moment auf beide Schultern, speziell auf die rechte Schulter. Lass die rechte Schulter bewusster sinken, auch wenn sie den Boden nicht berührt. Spür, wie der Atem etwas mehr an deine rechte Seite strömt. Mit dem Einatmen dehnt sich der Brustkorb, weiten sich die Rippen. Und mit dem Ausatmen spürst du mehr Entspannung. Jeder Atemzug schafft dieses Wechselspiel. Mit dem Einatmen die Ausdehnung. Ausatmen, die Entspannung. Nimm auch hier wahr, wie fühlt sich die Dehnung in deinem unteren Rücken an. Lass den Kiefer ganz locker. Der Kopf dreht sich dorthin, wo immer du dich gut fühlst. Einmal ein kleines bisschen tiefer durchatmen und langsam wieder lösen. Stell beide Beine wieder auf, richte dich wieder gerade. Mach auch hier eine kleine Bewegung, die sich gut anfühlt. Ein bisschen schaukeln, rollen, strecken. Wenn du bereit bist, wechselst du die Seite. Schlag das linke über das rechte Bein. Heb das Becken ein Stück nach links hinüber. Lass beide Beine nach rechts hinüber sinken. Gerne wieder auf die Rolle, Polster, Kissen. Vielleicht brauchst du auch gar nichts. Richte dich sanft ein. Lass die linke Schulter ein kleines bisschen bewusster sinken. Dreh dorthin, wo immer du dich gut und wohl fühlst. In diesen ersten Momenten dieser Drehung einmal ganz bewusst dich auf deinen Brustkorb konzentrieren. Lass die Schulter sinken. Spür, wie der Atem sanft ein- und ausströmt. Deinen Brustkorb weitet, fühlen. Thank you.
bisschen mehr entspannen. Atem wieder dorthin leiten, wo du noch Spannung spürst. Wieder weicher werden, sanfter. Über den Mund ausatmen. In deinen letzten schönen, tiefen Atemzug. Und löse wieder langsam die Position aus. Ein kleines bisschen rollen, schaukeln, kreisen. Wenn du magst, mach es ausgleich ein paar Schulterbrücken, Arme entlang des Körpers, Füße, Beine angenehm hüftbreit aufgestellt. Drück die Fußsohlen, die Arme in den Boden, roll dich langsam hoch, Becken hochheben, Wirbel für Wirbel auf- und abrollen. Ganz gleichmäßig, weiche, wellenartige Bewegung. Extrem hochkommen. Es darf eine ganz kleine Bewegung sein. Schau, was sich gut anfühlt. Lass deinen Becken wieder am Boden liegen. Und begib ganz langsam in deiner Innenspannungsposition. Lass dich beide Beine ausstrecken. Zieh dir gerne noch was an. Wenn du möchtest, leg dir etwas unter deine Kniekehlen. Das entspannt den unteren Rücken. Leg den Oberkörper sanft ab. Leg den Rücken sanft ab. Lass deinen Nacken nicht zu hoch liegen. Das Kissen ist meistens nicht so gut. In deine Halswirbelsäule. Also, nimm maximal eine Decke. Die Schultern ganz sanft ab, lass die Arme sich bequem neben dem Körper ablegen. Wenn du möchtest, kannst du auch das Augenkissen verwenden oder einfach einen Schal oder ein anderes Kleidungsstück über deine Augen legen. Und nimm ein paar Atemzüge Zeit, dich sanft hineinsinken zu lassen. Tiefer ein. Über die Nase ein und den Mund ausatmen. Bleib in deiner Innenentspannungsposition. Lass den ganzen Körper gleichmäßig in den Boden, in die Erde sinken. Spür, wie jeder einzelne Muskel, jeder Körperteil sich entspannen darf. Atem fließt ruhig und gleichmäßig. Um die
Aufmerksamkeit nochmal durch deinen ganzen Körper zu schicken. Folge meiner Stimme. Lass dich gemeinsam mit mir noch einmal durch deinen Körper durchwandern. Denn du weißt ja, dort wo die Aufmerksamkeit hinwandert, dort fließt auch Energie. Und in dem Fall auch Entspannung. Lass dich noch einmal durchatmen. Und bring die Aufmerksamkeit zu deinen Füßen, zu deinen Zehen. Spür beide Fußsohlen. Jede einzelne Zehe, von den großen Zehen bis zu den kleinen Zehen. Deine Fußrücken, deine Knöchel, die Rückseite der Fersen, die ganz leicht den Boden berührt. Waden, deine Schienbeine. Deine Kniekehlen und deine Kniescheiben. Beide Oberschenkel, vorne wie hinten, links wie rechts, werden schwer. Auch dein Becken wird schwerer, sinkt in die Erde. Der ganze Unterleib entspannt sich, der ganze untere Rücken entspannt sich. Erlaub deiner Wirbelsäule, Wirbel für Wirbel einzusinken. Lendenwirbelsäule, die Brustwirbelsäule, beide Schulterblätter und beide Schultern sinken in die Erde, fließen in den Boden. Alles Schwere, alle Spannung fließt von deinen Schultern ab. Auch beide Arme werden schwerer, die Ober- und die Unterarme. Die Hände und Finger ganz weich. Spür all deine Finger, beide Daumen, den Zeigefinger, den Mittelfinger, den Ringfinger und deine kleinen Finger. Spür beide Handflächen, das Kribbeln, die Energie in deinen Händen. Arme wieder hoch, beide Schultern. Nimm deine ganze Körpervorderseite wahr. Deinen entspannten Unterleib. Deinen ganz weichen Bauch, der sich ganz ungeniert nach außen streckt. Und sich mit dem Atem ganz leicht auf und ab bewegt. Spür deinen weiten Brustkorb. Spür, wie auch der Brustkorb sich mit jedem Atemzug sanft hebt und wieder senkt. Vielleicht spürst du sogar deinen Herzschlag. Beide Schultern entspannen. Der Nacken ganz entspannt. Genauso wie dein Kiefer ganz locker ist. Die Zähne berühren sich nicht, die Lippen noch sanft geschlossen. Und auch deine Zunge liegt ganz entspannt in deiner Mundhöhle. Lass dein Gesicht weicher werden. Glatter, freundlicher, friedlicher.
allem auch den Punkt zwischen deinen Augenbrauen. Dein ganzer Hinterkopf sinkt schwerer in deine Matte, deine Unterlage. Dein ganzer Körper sinkt schwerer. Du legst den weichen, warmen Sand und hinterlässt einen ganz gleichmäßigen Abdruck von den Fersen bis hoch zum Scheitel. Bring die Aufmerksamkeit zum Atem. Spür, wie der Atem ein- und ausströmt. Spür, wie der Atem deinen Körper ganz weich bewegt, wie der Atem dich von innen heraus berührt und beruhigt. Dich wieder tiefer ein- und ausatmen. Tiefer ein- und aus. Bring die Aufmerksamkeit zurück in den Körper, deine Matte. Lass erste kleine Bewegungen entstehen in deinen Fingern, in deinen Zehen. In deinen Armen, Beinen, vielleicht irgendein sanftes Strecken, Regeln, Gähnen, Seufzen. Beginn langsam, dich auf deine rechte Körperseite zu rollen. Auf deine rechte Körperseite, den rechten Arm unterlegen, beide Knie sanft angezogen. Verweile einen Moment auf deiner rechten Seite. Das ist die schonendste Art und Weise, sich wieder aufzurichten. Und wann immer du bereit bist, rollst du dich sanft wieder hoch ins Sitzen und findest nochmal einen angenehmen, aufrechten Sitz. Roll nochmal beide Schultern zurück. Leg die Hände irgendwo ab, in deinem Schoß oder auf deinen Oberschenkeln. Schließ nochmal die Augen. Lass dich einen Moment nachspüren, durchatmen, nachschwingen.
Welches Gefühl, welche Energie, welche Stimmung darf dich heute aus dieser Praxis begleiten, in deinen Abend, in deinen Tag? Konserviere, behalte dieses Gefühl, trage es in dir, mit dir. Und du bleibst in dieser Energie. Mit geschlossenen Augen bring die Hände aneinander vor dein Herz. Und lass dich zum Abschluss ganz für dich dreimal tiefer ein- und ausatmen. Tiefer ein- und aus. Tiefer ein und aus. Wenn du möchtest, verneig dich einen Moment nach vorne. Ganz viel Dankbarkeit, Demut und Hingabe. Dann richte dich langsam wieder auf. Namaste.